liebe Sportfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Grundlagen der Vererbungslehre. Zu Beginn des zweiten Teils möchte ich noch einen kurzen Rückblick auf die dritte Folge des Brieftaubenkuriers werfen. Und zwar hatten wir dort schon geklärt, dass Tauben anders als zum Beispiel der Mensch 40 Chromosomenpaare besitzen. Das heißt, Tauben haben 80 Chromosomen, wobei 40 vom Vater und 40 von der Mutter kommen. Das Ganze erfolgt über die Reduktionsteilung oder auch die zahlhalbierende Teilung der Fortpflanzungszellen. Kommen wir nun zur Definition der Begriffe Gene und Allele. Also ich denke, diese Begriffe sollte jeder kennenlernen, da sie, sofern man sich mit den theoretischen Fragen der Zucht beschäftigen möchte, immer mal wieder auftauchen. Als Gene oder auch Erbanlagen genannt, bezeichnen wir kleine Abschnitte auf der DNA unserer Tauben. Sie sind sozusagen für die Ausprägung eines bestimmten Merkmals verantwortlich. Das kann zum Beispiel die Fiederfarbe, die Augenfarbe, die Schwanzform oder die Länge und die Tiefe des Brustbeins sein. Die unterschiedlichen Ausprägungsformen eines Merkmals nennen wir Allele. Ich fasse nochmal zusammen. Also das Gen bestimmt das Merkmal. Und die Allele bestimmen die Ausprägungsformen des Merkmals. Zum Verständnis, was ein Allel-Genpaar ist, schauen wir uns einfach mal ein paar Beispiele an. Also, wir haben zum Beispiel das Gen, das für die Gefiederfarbe bei Tauben verantwortlich ist. Das Allel bestimmt dann, ob es ein blaues Tier oder ein gehämmertes wird. Bezogen auf die Augenfarbe haben wir wiederum das Gen, was die Augenfarbe bestimmt. Und das Allel entscheidet, ob es zum Beispiel ein Glasauge oder ein Farbauge wird. Bezogen auf uns Menschen wäre so ein Beispiel die Blutgruppe. Also wir haben das Gen, was die Blutgruppe bestimmt und das Allel entscheidet, ob es dann A, B oder 0 oder auch AB wird. Wie schon zu Beginn dieser Folge erwähnt, befinden sich ja in den Zellen der Tauben jeweils zwei Anlagen der zu vererbenden Eigenschaften, wobei eine vom Vater und die andere von der Mutter stammt. Diese beiden Anlagen nennen wir Allelgenpaar. Wie ich ja bereits erwähnt habe, ist wichtig, dass man die Grundbegriffe der Vererbungslehre beherrscht. Und deswegen möchte ich nochmal anhand der Gefiederfarbe auf die Begriffe Homozygotie und Heterozygotie eingehen. Das heißt also Reinerbigkeit bzw. Mischerbigkeit bei Brieftauben. Dazu nehmen wir uns jetzt mal als Beispiel die Verpaarung einer blauen Taube mit einer gehämmerten Taube. Diese Verpaarung kann auf unterschiedlichen Konstellationen basieren. Wir schauen auf die linke Seite, dort sehen wir ein blaues Weibchen verpaart mit einem gehämmerten Vogel, wobei wir wissen, das blaue Tier muss immer reinerbig sein, da ja blau rezessiv ist und nur im reinerbigen Zustand auch im Phänotyp sichtbar ist. Der Vogel wiederum ist mischerbig, also heterozygot und verfügt neben dem gehämmerten Allel auch über ein blaues Allel. Deshalb ist es heterozygot, also mischerbig. Auf der rechten Seite sehen wir das Beispiel eines gehämmerten Weibchens, in dem Fall aber homozygot, das heißt die gehämmerte Farbe liegt im reinerbigen homozygoten Zustand vor. Und ebenso ein blauer Vogel, der wiederum aufgrund des äußerlichen Erscheinungsbildes ja nur homozygot sein kann, weil wie gesagt blau immer nur reinerbig vorliegt. Also wir erkennen hier, obwohl die Tauben optisch gleich aussehend sind, der beiden Paare, so variiert hier der Genotyp. Also wir haben es auf der linken Seite mit der Verpaarung homozygot mal heterozygot und auf der rechten Seite homozygot mal homozygot zu tun. Wir schauen auf die linke Seite und sehen dort als Produkt der beiden Eltern ein blaues Tier. Wenn wir jetzt die Frage stellen, wie entsteht dieses, dann muss folgende Konstellation vorliegen. Also die Großmutter oder die Mutter muss sozusagen ihr B in die Eizelle bringen. Das kann sie ja auch nur, weil sie hat ja nur ein B. Und der Vater, der mischerbig ist, muss in dem Fall auch das blaue Allel in die Samenzelle bringen. Und dann kommt es zu der Option, dass ein blaues Tier, ein homozygotes, entsteht. Das heißt, bei gleichwertig geerbtem Farbfaktor, hier in diesem Falle BB, sprechen wir von einem reinerbigen bzw. homozygoten Allelgenpaar.
Im Vergleich dazu betrachten wir jetzt mal die rechte Seite und dort haben wir die Konstellation der Verpaarung zweier homozygoter Elterntiere. Und in dem Falle, das hatten wir ja ebenso schon für die Augenfarbe, diesen Fall kann in der F1-Generation ja nur ein mischerbiges Tier entstehen. Also es ist ausgeschlossen, dass aus der Verpaarung gehämmert mal blau, also sofern beide homozygot sind, ein blaues, reinerbiges Tier entsteht. Das ist wie gesagt nicht möglich. Wenn man zwei Homozygote verpaart, kann nur ein mischerbiges Tier entstehen. Wobei ich die Aussage natürlich relativieren muss, das gilt nicht, wenn beide Elterntiere die gleiche Farbe haben, also homozygot für den gleichen Farbfaktor sind. Das heißt, wenn ich hier ein Paar habe, wo beide Elterntiere blau sind, dann sind ja beide von Hause aus homozygot und dann kann aus dieser Verpaarung natürlich nur ein blaues Tier entstehen. Also mischerbige Nachkommen sind wiederum nur möglich, wenn die Elterntiere vom Farbfaktor unterschiedlich homozygot sind. Betrachten wir nun die F1-Generation. Also F1-Generation ist ja immer die erste Generation aus einem bestimmten Paar. So sehen wir auf der linken Seite ein blaues Tier. Hierbei handelt es sich um ein rezessiv homozygotes blaues Tier. Und auf der rechten Seite sehen wir den Vogel, den gehämmerten Vogel, und dieser ist ein dominant heterozygoter Vogel. Dominant deshalb, weil er im Phänotyp ja die gehämmerte Farbe hat und das Gehämmerte gegenüber dem Blauen ja dominant ist. Das Blaue ist gegenüber dem Gehämmerten natürlich rezessiv, das heißt, das Rezessive wird durch das Dominante unterdrückt und deswegen auf der linken rezessiv homozygot, auf der rechten dominant heterozygot. Heterozygot, wie gesagt, mischerbig, homozygot, reinerbig. Bisher haben wir nun gelernt, wie ein Chromosom zur Befruchtung kommt. Oder auch nicht. Nun stellt sich die Frage, wie die Kräfteverhältnisse der heterozygoten Allelgenpaare die Entwicklung unserer Hoffnungsträger beeinflusst bzw. beeinflussen kann. Sollte sich jetzt jemand fragen, warum hier explizit heterozygote, also mischerbige Allelgenpaare erwähnt werden, so lautet die Antwort ganz klar, da bei Homozygoten ja, da sie ja reinerbig sind, keine andere Möglichkeit besteht. Das Kräfteverhältnis der einzelnen Allelgenpaare kann sich nun auf unterschiedlichste Art und Weise zeigen. Professor Anker hat diese in 6 Gruppen eingeteilt. Die erste wäre dominant, die zweite rezessiv, die dritte intermediär, die vierte wechselnd, die fünfte nicht additiv und die sechste additiv. Den dominanten bzw. rezessiven Vererbungsgang möchte ich nun mal am Beispiel der Augenfarbe erläutern. Bei den Tauben unterscheiden wir nun pigmentierte Augen, das heißt Farbaugen und Glasaugen. Wenn wir die Iris anschauen, also ist der Bereich, der die Pupille umfasst, dann wird das pigmentierte Auge sichtbar. Schaut man sich nun die unterschiedlichen Varianten eines Farbauges an, so kann die Pigmentierung dort gelb, orangefarben, braun oder auch rot sein. Die Augenfarbe wird nun von den Pigmentkörnchen bestimmt, die mehr oder weniger durch die an der Oberfläche aufbrechenden Kapillaren rot angefärbt werden. Beim Glasauge wiederum fehlt im Bereich der Iris die Pigmentfarbe, weswegen diese dann eben weiß ist und lediglich am Rand rötlich durch die aufbrechenden Kapillaren erscheint. So, und anhand eines Beispiels möchte ich jetzt mal erklären, was passiert, wenn man ein homozygotes Farbauge mit einem Glasauge verpaart. Also nochmal zur Erläuterung, homozygot bedeutet ja reinerbig, das heißt in dem Falle ist das Allelgenpaar beides Male mit FF besetzt. Sowohl vom Vater als auch von der Mutter hat das Tier sozusagen die Informationen für das Farbauge bekommen. Des Weiteren wissen wir aus der langjährigen Zuchterfahrung, dass sich das Farbauge sozusagen dominant gegenüber dem Glasauge verhält. Das heißt, das Farbauge ist dominant und das Glasauge ist rezessiv. Heißt nichts anderes als, wenn wir uns mal vorstellen, das wäre ein Wettrennen, so liegt das Farbauge immer gegenüber dem Glasauge vorne und wird jedes Rennen gewinnen.
Um die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse dann auch im Schema mal deutlich zu machen, hat man sich angewöhnt, die dominanten Eigenschaften mit Großbuchstaben zu kennzeichnen und die rezessiven Eigenschaften mit Kleinbuchstaben. Wir sehen also hier beim homozygoten Farbauge, was ja dominant ist, zweimal den Großbuchstaben F. F wie Farbauge und auf der anderen Seite für das Glasauge auch homozygot, zweimal G, kleines G wegen der Rezessivität. Und wie gesagt, beim Glasauge wissen wir, sofern es im Phänotyp sichtbar ist, Phänotyp heißt ja äußeres Erscheinungsbild, dann wird oder muss es im homozygoten, heißt im rein erbigen Fall vorliegen. Ja, und jetzt kommen wir wieder zum alten Schema, was ihr hoffentlich noch aus dem dritten Teil des Brieftaubenkuriers kennt. Wir haben auf der linken Seite wieder den Vater. Nehmen wir an, dass dieser ein homozygotes Farbauge hat. Auf der rechten Seite sehen wir die Mutter und diese beiden verpaaren wir jetzt. Also wie gesagt, ganz oben links, wir sehen Doppel-F, groß geschrieben. Auf der rechten Seite ein kleines G, zweimal vorhanden. Jetzt kommt wieder die zahlhalbierende Teilung. Die Reduktionsteilung sozusagen und das Allelgenpaar spaltet sich auf und kommt dann in jeweils eine Samenzelle bzw. in jeweils eine Eizelle. Ja, und da klar ist, wie die Nachkommen aussehen werden, mache ich es mal ganz schnell. Also wie gesagt, die Elterntiere können ja immer nur das weitervererben, was in ihrem Genotyp vorhanden ist. Und dort findet sich beim Vater, da er reinerbig ist, immer nur das Farbauge. Bei der Mutter, die kann immer nur das Glasauge vererben. Und demzufolge werden alle Kinder der ersten Generation im Genotyp die Kombination F vom Vater und G von der Mutter haben. Das heißt FG bei allen Nachkommentieren der ersten Generation. Also nochmal, der Genotyp der Tauben ist FG, mischerbig. In dem Falle das große F vom Vater, klein G von der Mutter. Bedeutet aber nichts anderes, dass sich das dominante Allel gegenüber dem rezessiven Allel durchsetzt. Und deshalb finden wir im Phänotyp der Tauben überall das Farbauge. Wenn wir jetzt nach dem Phänotyp gehen würden, also das, was wir da sehen, dann müsste man eigentlich der Meinung sein, dass das Glasauge oder die Information für das Glasauge einfach mal verloren gegangen ist. Das ist aber nicht der Fall, denn im Genotyp steckt das kleine G natürlich weiterhin drin. Und dass dem so ist, das kann man feststellen, wenn man jetzt aus dieser F1-Generation ein Vogel und ein Weibchen miteinander verpaart. Das heißt, in dem Falle, wenn vom Vater das kleine G vererbt wird, also das Glasauge, und von der Mutter ebenso das Glasauge vererbt wird, dann tritt es wieder im rein erbigen Zustand auf und nur dann ist es ja im Phänotyp auch sichtbar. So, und wir schauen uns das Ganze nochmal in dem Schema an. Wir wandern dazu mal in die erste Zeile. Das ist die F1-Generation. Wir sehen auf der linken Seite den Vater mit dem optisch sichtbaren Farbauge. Im Genotyp hat dieser jedoch die Kombination FG, wie schon gesagt. Und dieses heterozygote, also mischerbige Allelgenpaar spaltet sich dann im Zuge der Reduktionsteilung auf. Und da das Weibchen oder die Mutter nun das gleiche mischerbige Allelgenpaar besitzt, ist das Ergebnis identisch wie beim Vater und demzufolge ergeben sich nun drei verschiedene Möglichkeiten. So kann zum Beispiel das Farballel vom Vater kommt und das Glasauge-Allel sich miteinander verbinden und das Jungtier wird dann ein Farbauge haben, im Genotyp die Kombination F groß geschrieben und G klein geschrieben. F ist wieder dominant, G ist rezessiv und demzufolge setzt sich das F, das Dominante, durch und das Jungtier wird ein Farbauge bekommen. Die zweite Kombinationsmöglichkeit liegt dann vor, wenn sich das Glasauge-Allel vom Vater und das der Mutter zusammentreffen und dann haben wir wieder den reinerbigen Fall vorliegen. Das heißt, in dem Falle wird auch das Glasauge im Phänotyp sichtbar. Wir haben hier ein homozygotes Allelgenpaar und deshalb wird es sichtbar sein. Also da das Glasauge-Allel ja rezessiv ist, beziehungsweise das Glasauge als Eigenschaft rezessiv ist, wird es immer nur dann sichtbar sein, wenn es homozygot, heißt reinerbig, vorliegt. Also nochmal eine kleine Anmerkung am Rande. Wundert euch nicht, wenn ich bestimmte Begrifflichkeiten
doppelt und dreifach erzähle oder beziehungsweise erkläre. Das liegt einfach daran, dass ich der Meinung bin, dass die Grundbegriffe und Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel der dominante oder rezessive Vererbungsgang oder auch die Begriffe Heterozygot und Homozygot, dass die jeder kennen sollte, wenn er sich mit dem Thema der Vererbungslehre beschäftigen möchte. Kommen wir jetzt zur dritten Möglichkeit. Die liegt dann vor, wenn sich zum Beispiel das Farbauge-Allel des Vaters mit dem Farbauge-Allel der Mutter trifft und auch in dem Falle entsteht dann ein homozygotes, also reinerbiges Farbauge der Kombination FF. Das heißt, hier ist die Dominanz doppelt vorhanden und wie gesagt, es tritt dann natürlich ebenso im Phänotyp auf. Das Farbauge wird sichtbar, nur im Gegensatz zu der FG-Kombination ist es hier reinerbig. Da es sowohl für den Genotyp als auch für den Phänotyp egal ist, ob man jetzt FG oder GF vorliegen hat, kann man diese natürlich zusammenfassen und dann ergeben sich folgende prozentuale Verteilung. Also wir haben 50% FG-mischerbige heterozygote Farbaugen, dann haben wir 25% reinerbige, also homozygote Farbaugen mit der Kombination FF und 25% reinerbige Glasaugen, dementsprechend auch homozygot, und das ist sozusagen die Gesetzmäßigkeit, die auch schon Mendel erkannt hat. Das heißt, wir haben in der F2-Generation bezogen auf den Genotyp 25% reinerbige Glasaugen, 25% reinerbige Farbaugen und 50% mischerbige Farbaugen. Und demzufolge ist das auf den Phänotyp bezogen 75% Farbaugen und nur 25% Glasaugen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, wenn man homozygote Farbaugen mit Glasaugen verpaart, dann kann man in der Zucht eine interessante Feststellung machen. Und zwar in der F1-Generation verschwindet das Glasauge scheinbar und tritt dann eventuell in der zweiten oder aber auch erst in der dritten Generation wieder auf. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich nochmal auf dominante Eigenschaften bzw. auf die Farbdominanz zu sprechen kommen. Vorab muss ich natürlich sagen, dass die Darstellung, die hier zu sehen ist, natürlich nur für die Allele der einzelnen Farben gilt. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf den dritten Teil des Brieftaubenkuriers verweisen. Dort hatten wir schon geklärt, wie der Chromosomenstand der Tauben aussieht. Also ich hatte das Beispiel mit der Doppelreihe in Perlenkette gebracht. Doppelreihig deshalb, weil ja eine Seite vom Vater und eine Seite von der Mutter kommt. Und da im Genbestand unserer Tauben demzufolge immer zwei Informationen für ein bestimmtes Merkmal vorhanden sind, ist bei der Befruchtung einer Eizelle nie klar, ob der Stammvogel oder Zuchtvogel die Information seiner Mutter oder seines Vaters vererbt. Bezogen auf die Darstellung soll es jetzt nichts anderes bedeuten, als dass zum Beispiel nach Befruchtung der Eizelle sich auf dem 40. Chromosomenpaar sozusagen die Information für zwei unterschiedliche Allele befinden. Das heißt, wenn wir mal das linke obere Beispiel nehmen, wir haben dort ein Allel für die dunkel gehämmerte Farbe gegenüber dem Allel der gehämmerten Farbe. Und nun stellt sich die Frage, wer setzt sich bei diesem Wettrennen durch? So, und wir stellen uns jetzt mal vor, die Allele spielen hier eine Farbweltmeisterschaft aus und der rote Vogel bzw. das Allel für die rote Farbe hat sich bereits in der Vorrunde für das Halbfinale qualifiziert, deswegen tritt es hier erst in der zweiten Reihe in Erscheinung. Wir betrachten die Gruppe 1, haben oben links das Allel für die dunkel gehämmerte Farbe und es tritt an gegen das Allel der gehämmerten Farbe. In Gruppe 2 haben wir das Allel für die schwarze Farbe gegenüber dem Allel für die blaue Farbe. Und in Gruppe 3 sehen wir, dort trifft das Allel für die gehämmerte Farbe auf das Allel der blauen Farbe. Ja, und da zu einem Halbfinale immer natürlich 4 Ansetzungen gehören, fehlt hier natürlich noch die vierte Gruppe. Ich gebe mal vor, was in dieser vierten Gruppe enthalten ist, und zwar handelt es sich dabei um eine Verpaarung des Allels der Schimmelfarbe an ein Allel der blauen Farbe.
Und nun bitte ich mal um eure Hilfe, da, das muss ich ehrlich zugeben, Professor Anker und demzufolge ich natürlich auch, hier keine klare Aussage treffen kann. Also, wer sich mit der Schimmelfarbe gut auskennt, der darf hier gerne mal in die Kommentarzeile schreiben, was seiner Meinung nach bei einer Verpaarung eines Schimmelalleles an ein blaues Allel, was dort rauskommen müsste. Beziehungsweise ob es da eine Gesetzmäßigkeit gibt oder auch nicht. Also ich muss deshalb passen, weil ich Folgendes gemacht habe. Ich habe im letzten Jahr oder vorletzten Jahr habe ich ein Schimmelweibchen an einen Schimmelvogel gepaart. Aus dieser Verpaarung habe ich erst in der zweiten Runde einen Schimmelvogel gezogen, ein sehr heller Schimmelvogel. Und diesen hellen Schimmelvogel habe ich an die Schwester seiner Mutter gepaart, auch ein Schimmelweibchen. Und sage und schreibe, aus dieser Verpaarung habe ich leider nur ein Junges gezogen, aber dieses Junge ist leider ein blaues. Und das ist etwas, was ich mir nicht wirklich erklären kann, aber es geht eigentlich nur dann, wenn in beiden ja das blaue Allel vorhanden ist. Deswegen bin ich mir mit der Schimmelfarbe nicht ganz sicher und Professor Anker schildert ähnliche Erkenntnisse, dass es ihm nicht möglich war, für die Schimmelfarbe eine grundlegende Gesetzmäßigkeit zu finden. Wir lassen also nun erstmal das Ergebnis der Gruppe 4 außen vor und kommen wieder zurück auf das Ergebnis der Gruppe 1. Wir hatten dort ein dunkel gehämmertes Allel gegenüber dem gehämmerten Allel und stellen fest, dass sich das dunkel gehämmerte gegenüber dem gehämmerten dominant verhält. Das gehämmerte ist in diesem Falle rezessiv gegenüber dem dominanten dunkel gehämmerten. Bei der zweiten Gruppe sehen wir, dass sich das schwarze Allel gegenüber dem blauen durchsetzt. Hatten wir schon einige Male angesprochen, dass das blaue rezessiv ist. Aber wie gesagt, in dem Falle schwarz dominant gegenüber blau. Und jetzt kommt etwas, was durchaus auch möglich ist. Also wir schauen nochmal auf die Gruppe 1. Dort hatten wir ein dunkel gehämmert gegenüber gehämmert. Gehämmert war in dem Falle rezessiv, aber gehämmert kann demzufolge auch dominant sein, wenn wir es an ein blaues Allel paaren, beziehungsweise wenn es dort auftritt. Und dann setzt sich bei gehämmert mal blau, setzt sich eben das Gehämmerte durch. Um es nun wiederum dem roten Allel nicht ganz so einfach zu machen, haben wir die Ansetzung so gestaltet, dass der Vorrundensieger jetzt gegen alle Gruppensieger antreten muss. Das heißt, wenn wir ein dunkel gehämmertes Allel gegen ein rotes Allel kämpfen lassen, wird sich das rote Allel durchsetzen gegenüber Gruppensieger 1. Auch in Gruppe 2 wird sich das rote gegenüber dem schwarzen Allel durchsetzen und auch in Gruppe 3 wird das rote gegenüber dem gehämmerten Allel als Sieger vom Platz gehen. Wir stellen also fest, dass die rot gehämmerte Farbe dominant gegenüber allen anderen Farben ist. Wir kennen natürlich noch zahlreiche andere dominante Eigenschaften bei den Brieftauben. So setzt sich zum Beispiel der breite Schwanz gegenüber dem schmalen Schwanz durch, die normale Halsbefiederung gegenüber der Halskrause, das Scheue über das Zahme, das Farbauge über das Glasauge und das befiederte Bein gegenüber dem federlosen Bein. Ja, liebe Sportfreunde, wir haben uns jetzt mal eine polnische Nistzelle gekauft, beziehungsweise ein Zweierpack. Kostet 22 Euro in Polen, gibt es sicherlich noch billiger, aber ich sag mal, es ist eine recht gute Qualität und wir wollen euch heute mal zeigen, wie so eine Nistzelle aufgebaut wird und dass das mit einfachen Mitteln möglich ist. Mich wird heute mal jemand assistieren und zwar der Leon. Der Leon ist mein Neffe. Hallo Leon. Hallo. So, und jetzt werden wir mal kurz umbauen und dann kann man mal zusehen. Ich denke mal, das machen wir in Zeitraffer, wie so eine Nistzelle einfach mal aufgebaut wird. So, los geht's. Unboxing. Haben wir ein Messer da? Haben wir keins da? Ich wollte ein Cuttermesser holen. Und mal die ganze Kiste abschneiden. Schlechte Vorbereitung. Was? Ich konnte es mal. Also ich hatte halt früher ja Zeitung ausgepackt. So. Und da kann man es einfach abziehen. Teil Nummer 1. Was ist das? Muss aber gucken.
Also die Kisten sind durcheinander, sind einzelne Teile. Das glaube ich, Fußboden und Dach sozusagen. Das sind die Seitenteile, erkennt man hier an den Laufschienen. Also eigentlich ist es so rum, hier wird das Gitter eingehangen. Die Absperrung sozusagen, die Zelle kann man in der Tiefe variieren. Und unten ist eine Auflage für ein Gitter. Habe ich schon gesagt, ein bisschen schlecht hier. Das ist bloß geklammert. Kann man zur Not nochmal mit einer Schraube versehen, aber ansonsten gut. Und die Kisten besitzen noch, was sagt, die Zellen besitzen noch eine Kotschublade. Das ist die Rückwand. Und eine Kotschublade kann auf alle Seiten. So, Unboxing erfolgt sozusagen. Sind die Schrauben ausreichend vorhanden, nicht wie bei IKEA, Fremdwerbung hier, ne? Bei IKEA fehlen ja meistens immer 10 Schrauben. In Polen ist das nicht der Fall. Das sind die Restschrauben der letzten Verpackung, also reichlich vorhanden. So Leon, womit fangen wir an? Wir fangen mit dem Fußboden an und schrauben zuerst die Seitenteile hin. Okay. Das brauchen wir alles später erst. Was heißt der Fußboden? Ist egal welche, die sind nämlich beide gleich groß. Was die schon gemacht haben, die haben vorgebohrt. Deshalb ist das relativ einfach zu machen. Ich habe mir angewöhnt, ich habe noch einen Senkkopf. Damit kann man die Schrauben versenken. Ganz praktisch. Da nehmen wir erstmal die Klebeflächen an und schrauben es dann später fest. So, Nummer 1. Akkuschraube. Ein bisschen einsenken. Weil bei dem Holz kann man eigentlich. Das finde ich. Kannst du nächstes Mal selber eine Box bauen hier. Das einsenken. Ja, die Schrauben. Dann kann man so einen Konus einsenken sozusagen mit dem Senkkopf. Machen gleich auf allen drei Seiten, auf allen Seiten und dann versinkt der Schraubenkopf. Nochmal rein drauf. Das ist jetzt schon wieder fast weg, halt. Stehe ich jetzt genau im Bild. Man sieht dein A. Hat das ein bisschen zu sein. Schon zu weit. Halt runter. Zwei Boxen und die zwei Zellen sind fertig. Lässt sich, wie gesagt, relativ schnell zusammenbauen. Habe ich einen Zollstock hier? Wo ist der? Ist der noch da? Nee, lassen, brauchst du nicht. Also wir hatten ja gemessen, in der Höhe sind die nur 37,75. Zwei zusammen waren 75,75. In etwa. Eine war 37,75 in der Höhe, Breite würde ich tippen 40 und in der Tiefe, oder ist sie 50 breit, müssen wir nochmal gucken. Und in der Tiefe war das 60. Ja. So, und die sollen ja nun, weil ich noch meinen Vogel, also den Hengst, dem muss ich natürlich jetzt noch eine Zelle geben, weil der hatte sich ursprünglich auch keine gesucht. Und den muss ich jetzt natürlich noch versorgen. Der kriegt dann ein Weibchen von denen, die in der Box waren. Und deshalb haben wir noch zwei Zellen zusätzlich gekauft und werden die jetzt einbauen.
Ein bisschen Platz ist unter den bestehenden 6 Zellen noch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich links und rechts eine bauen. Dazu müssen wir noch eine Querstrebe und ein paar Füße einsetzen. Aber ich denke mal, das kriegen wir ganz einfach hin. Zeigen wir euch kurz mal den Vorher-Nachher-Effekt. Also wie gesagt, jetzt mal ein Bild, wie es in der Voliere momentan aussieht. Und dann werden wir nochmal hinterher, wenn die beiden Zellen eingebaut sind, werden wir nochmal kurz draufhalten und dann sieht man mal den Unterschied. So, und da unten sollen die Zellen jetzt noch hin. Jetzt überlege ich gerade, ob wir die übereinander oder eine links und eine rechts machen. Wahrscheinlich eine links, eine rechts. Müssen wir erstmal die Höhe ausmessen. Und dann mal gucken, wie das aussieht. Warum ist die Zelle in der Mitte größer als die anderen? Na, das sind die anderen Zellen. Die ersten, die ich gekauft habe. Das heißt, die in der Mitte oben und die vier unten, drei unten. Die habe ich zuerst gekauft und die sind wirklich 40 von den Abmessungen. So, okay. Also wie gesagt, da unten sollen sie hin. Dann schauen wir mal, wie hoch das Ganze ist. Sack will gar nicht brüten gehen. Ja, hier wieder mal so ein Problemfall, ein Vogel, der nicht aufs Nest geht. Eigentlich müsste er jetzt da oben, ja, der müsste jetzt eigentlich auf dem Nest sein, aber irgendwie hat er noch nicht begriffen, dass sein Weibchen Eier gelegt hat. Ja, und zwar sitzt da eine von meinen Hengstweibchen. Ich muss dazu sagen, die ganze Hengstmethode dies Jahr war mehr oder weniger ein Reinfall für mich, weil es kamen mehrere Faktoren zusammen, die ich nicht beachtet habe. Ich habe zum einen die Hengstbox zu spät befüllt, das heißt, ich habe zu spät angepaart, was dann dazu geführt hat, dass ich dann natürlich in dem Zeitraum, wo sie hätten eigentlich legen müssen, kam dann die große Kälte. Wir hatten dann hier minus 10 Grad, minus 15 Grad. Und das war natürlich schlecht. Die haben nicht gelebt. Und dann war mein Urlaub zu Ende und ich musste mehr oder weniger das ganze Projekt abbrechen. Ich habe dann eine Woche noch drei Tauben drin gelassen. Aber auch in der Zeit hatte dann keine. Doch eine einzige hatte gelegt, aber die anderen nicht, weil ja, das passte dann alles nicht mitten umtreiben und dergleichen. Also muss dann ja wirklich alle zwei Stunden wechseln und da war dann niemand da. Deswegen habe ich nach einer Woche das Projekt dann abgebrochen und muss dann aus der Sache dementsprechend lernen und nächstes Jahr werde ich dann wesentlich früher anfangen, eventuell sogar schon meinen Urlaub auf ja, 2,5 Wochen ausdehnen und dann mal hoffen, dass das Wetter halt mitspielt und es nicht so kalt wird. Wie gesagt, dieses Jahr habe ich dann bloß zwei Eier draus gezogen, deswegen sieht man unten den Hengst auch mit seinem Weibchen sitzen. Das ist die dieses Jahr gelegt hatte, als einzigste. Ja, und ja, was soll ich sagen, jetzt habe ich eine Runde Eier von ihm und sie müsste heute legen. Ja, und wie man noch sieht, wir hatten ja am letzten Wochenende, beziehungsweise in der Woche hatte ich mit meinem Neffen hier noch zwei Zellen aus Polen zusammengebaut, habe jetzt noch eine dritte Ebene unten eingezogen und halt eine Nische für den Gridkasten gelassen. Sieht man da unten. So, wie gesagt, ich wollte nur mal kurz zeigen, wie das hier jetzt drin aussieht. 8 Zellen mittlerweile.
ja, ist ausreichend, mehr kommen hier nicht rein. Und jetzt mache ich mich an meinen Jungtaumschlag, der im Winter als Weibchen Schlag diente. Den Jungtaumschlag habe ich gestern schon sauber gemacht. Gehen wir wieder rüber. Ist ja herrliches Wetter, wir haben gerade so um die 16, 17 Grad. Würde ich mal tippen. 20 werden es noch nicht sein, aber es ist ein schönes Wetter draußen. Und wie gesagt, gut zum Arbeiten. Obwohl heute Sonntag ist, das spielt keine Rolle, weil andere Zeiten habe ich nicht, die ich nutzen kann. Jetzt kriege ich die Tür nicht zu. Problem. Das ist so stark, dass ich hier.